Jadon Sancho, wahrscheinlich mein absoluter Kickbase-Goat. Jedes Mal, wenn ihr mich gefragt habt, was mein absoluter Lieblingsspieler auf all time in der App ist, habe ich euch jedes Mal Jadon Sancho genannt. Und er steht jetzt kurz vor einer Rückkehr zurück in die Bundesliga. Laut der Bild ist das Ganze schon durch. Laut Fabrizio Romano sind die Details auch in der letzten Klärung. Wer weiß, wenn ihr das Video seht, vielleicht ist der Deal dann tatsächlich schon announced. Wir werden heute über Jadon Sancho reden, aber nicht nur über ihn, sondern auch über Donny van de Beek. Und natürlich über Elif Elmas. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Transferanalyse. Abfahrt. Und wir beginnen die heutige Transferanalyse mit Donny van de Beek, wo ich sehr, sehr lange suchen musste, seit der Kollege mal eine komplette Saison gespielt hat. Denn das ist auf jeden Fall ein Problem gewesen in den letzten Jahren. Erstmal Wechsel zu Eintracht Frankfurt natürlich, für die, die es nicht mitbekommen haben. Und soll da so ein bisschen Elias Skiri in seiner Zeit beim Afrika Cup vertreten. Aber wir werden später nochmal ein bisschen klären, ob die beiden auch zusammenspielen können. Ich habe mir die Spielerprofile angesehen und werde euch dann mitteilen, ob die beiden auch nachdem Skiri zurück ist, zusammen in der Startformation stehen können. Wie gesagt, das große Problem bei Donny van de Beek sind die Einsatzzeiten. Dieses Jahr 2 Einsätze in der kompletten Saison. Letztes Jahr 10, das Jahr davor 21, das Jahr davor auch so um die 20 und dann quasi vor 5 Jahren schon fast hier die 45. Das ist ein bisschen irreführend, weil da auch Nationalmannschaft dabei ist. Vor 5 Jahren war dann die Saison 19-20, da hat er das letzte Mal wirklich auch konstant Startelf gespielt, wobei er selbst da nur 23 Startelf-Einsätze in der Eredivisie von Anfang an hatte. Ist also ein großes Problem Game Time bei dem Kollegen. Wenn wir nochmal rüber switchen hier und uns die Statistiken ansehen, dann ist das grundsätzlich nicht verkehrt. Ihr seht aber, wie gesagt, hier über die letzten Jahre bei seiner Zeit bei einer Leihsaison bei Everton und ansonsten bei Manchester United, er konnte sich nie wirklich durchsetzen. Er war nie wirklich Stammspieler, war nie wirklich gefragt oder gebraucht. Und jetzt wagt er den neuen Ansatz in der Bundesliga bei eben Eintracht Frankfurt. Zum Spieler an sich, ich habe jetzt erstmal keine Stats so wirklich rausgesucht, denn hätten wir jetzt ein bisschen länger hin und her überlegen können. Für mich ist Donny van de Beek ein ganz klarer, ich packe es euch trotzdem nochmal on screen, ein ganz klarer Box-to-Box-Spieler. Donny van de Beek ist rein statistisch gesehen meiner Ansicht nach ein klassischer Box-to-Box-Spieler. So die ganzen letzten Jahre will ich jetzt erstmal rausnehmen. Wir nehmen mal die Saison, wo wir uns noch an den Donny van de Beek erinnern können, der damals in der Champions League mit Ajax alles hin und weg rasiert hat, und schauen uns mal die Statistiken pro 90 Minuten an. Und ihr werdet relativ schnell erkennen, was das für ein Player-Type ist. Super viel Torgefahr, 0,38 XG pro 90 Minuten ist sau hoch. 2,0 Schüsse für einen Mittelfeldspieler ist auch sau hoch. Generell Torvorlagen 0,23, also jedes 5. Spiel ein Assist für einen, damals so ein bisschen Box-to-Box, fast schon Deep-Line-Playmaker mit De Jong zusammen. Auch mega hoch. Ihr seht aber, wo es hapert. 35 Pässe pro Spiel mit 82%. Das ist ganz, ganz klar eher die Riege. Progressives Spiel, viel Präsenz im offensiven Drittel und wirklich versuchen, auf eben Tore zu gehen, wie unter anderem auch mit den 1,93 erspielten Chancen pro 90 Minuten gezeigt werden. Er ist also jemand, der ganz, ganz klar über Scorer kommen wird. Wenn wir zurück zu der Grafik von eben gehen, dann seht ihr auch, dass er in eben dieser Saison bei Ajax damals in 23 Spielen, wo er 22 Mal in der Startelf stand, 13 Scorer gemacht hat. Das ist bei euch nicht eingeblendet, aber jeweils 8 Tore und 5 Assists in einer Saison für einen Mittelfeldspieler ist verdammt gut. Und das ist genau das, was ihr euch, was ihr erwarten könnt. Das wird keiner sein, der euch Rohpunkte farmt ohne Ende. Das ist jemand, der aus dem Mittelfeld Torgefahr mitbringen kann. Ich würde fast schon sagen, so ein bisschen Richtung Dina Ebimbe. Dina Ebimbe kommt ein bisschen mehr über Dynamik. Ich glaube, im Van de Beek ist er eher der Techniker, der weniger bei Dynamik, sondern mehr mit Qualität in den Aktionen, die er hat, kommt. Dina Ebimbe kommt da eher über das Volumen. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das kann cool funktionieren. Ich glaube, er passt zu Eintracht. Und dann zum Thema, was ich eben angesprochen habe. Er ist alles andere als ein Elias Skiri. Er hat kaum defensive Qualitäten. Er ist kein spielaufbauender Spieler. Er ist wirklich der Mann, der an der Seite von Skiri die Offensivaufgaben übernimmt. Das heißt, Skiri dann doch nochmal ein bisschen defensiver eingeplant. Und er ist schon ein Upgrade zu Larsson. Ich finde jetzt aber jetzt kein überragendes Upgrade zu Larsson. Der hat mir in der Hinrunde eigentlich ganz gut gefallen. Van de Beek ist jetzt seit Jahren ohne Spiel. Also ich würde da ehrlicherweise nicht allzu viel erwarten. Er ist ja mit 15 Millionen in die App gekommen. Dafür kann man ihn mal mitnehmen, weil er schon Qualität hat. Aber ich bin da ehrlicherweise tendenziell etwas vorsichtiger. Wir machen weiter mit Elif Elmas, der von Neapel zu RB Leipzig gewechselt ist für eine fixe Summe von 23 Millionen.
Und ja, soll wahrscheinlich so ein bisschen perspektivisch die Forceback-Position ersetzen, ist aber meiner Ansicht nach, das nehme ich direkt vorweg, einfach nur ein Vorgriff auf den Sommer. Denn Xavi Simmons wird, ja, also wenn der weiter so eine Saison spielt, dann werden die in keiner Welt versuchen oder in keiner Welt hinbekommen, den zu halten. Dann wird der zurück zu PSG gehen und dann hast du einfach noch einen Spot offen. Und ich glaube, mit Elmas will man da ein bisschen vorgreifen, dass man bereits ein halbes Jahr den Spieler schon so ein bisschen einspielen kann, sodass er im nächsten Jahr potenziell einen großen Mehrwert für die Mannschaft liefern kann. Dieses Jahr und generell in den letzten Jahren war er immer so ein bisschen in and out of the team, also nie wirklich so absoluter Stammspieler gewesen. Dieses Jahr beispielsweise 11 Einsätze, davon 4 in der Startelf. Dort hat er 2 Tore, 0 Assists gemacht. Kam also tendenziell eher von der Bank. Vom Spielertyp schwer zu greifen. Ich würde sagen, er ist so ein Hybrid aus Baumgartner und Forsberg. Ist kein Pacey-Spieler, keiner, der meiner Ansicht nach super in Umschaltbewegung ist. Ist aber tatsächlich kein verkehrter Dribbler. Und was er vor allem mitbringt, und das sieht man auch tatsächlich hier in seinem FB-Ref-Profil, das ist die Chancenkreativität. Also 99% Passquote, 87,4% bei 56 gespielten Pässen ist gestört. Ich habe selten so eine Quote bei einem Offensivspieler gesehen. Also der ist einfach jemand, der eine super hohe Qualität hat, eher weniger auf die Risikobälle geht. Das seht ihr hier bei Progressive Passes und Successful Take-Ons jetzt eher weniger. Das sind ja wirklich die Dribblings, aber herausgespielte Chancen und so weiter ist er nicht wirklich oben mit dabei. Und das zeigt, dass er tendenziell eher der Sicherheitsspieler ist, was aber für Kickbase gar nicht so verkehrt sein kann. Wenn er da viele Pässe spielt und euch die Rohpunkte da reinfarmt, dann kann das echt cool sein. Was man hier auch so ein bisschen an den Tendenzen sieht, ist, dass er defensiv sehr stark ist. Ich habe mir ein paar die klassischen Highlight-Clips von ihm angesehen. Da fiel er mir vor allem gegen den Ball teilweise sehr gut auf. Also ist ein sehr pressing-gut, also ein pressing-resistenter Spieler. Da kriegst du so ein bisschen den Baumgartner-Vibe. Ja, ist jetzt keiner, der sonderlich groß rausstechen wird. Non-Penalty Goals, 50%, Bang on Average, was die Perzentile angeht, ist okay, aber sticht wie gesagt auch nicht heraus. Und alles andere ist für einen Offensivspieler eigentlich echt Katastrophe. Also er ist wirklich eher der Mann, der hinter der letzten Reihe oder hinter der vordersten Reihe agiert, das Spiel aufzieht, viele Pässe spielt, das Spiel an sich nimmt und einfach so ein bisschen leitet. So, er spielt meistens dann wahrscheinlich die, den Second-to-Last-Pass oder quasi den Pre-Assist, da ist er ganz gut drin und wird aber scoringmäßig jetzt nicht großartig da rausstechen. Deswegen, ich glaube, er kann gar nicht so verkehrt sein, was Kickbase-Punkte angeht, ist aber tendenziell für mich auch eher ein Spieler, den ihr fürs nächste Jahr auf dem Zettel haben solltet. Ist mit 11 Millionen jetzt nicht mega teuer. Ich glaube persönlich, die Tür wird dieses Jahr noch nicht sich öffnen für ihn. Dafür hat RB Leipzig zu viele Offensivspieler. Ich glaube, auch der ist, wie gesagt, eher ein Perspektivspieler für das nächste Jahr. Okay, Freunde, kommen wir zu dem Mann. You've all been waiting for him. Jadon Sancho. Ich habe so Bock, Mann. Also, als Jadon Sancho damals noch in der Bundesliga gespielt hat, habe ich tatsächlich kein Kickbase gespielt. Das war die letzte Saison, bevor ich mit Kickbase, oder habe ich Kickbase gespielt natürlich, aber ich habe kein Kickbase YouTube gemacht, wollte ich sagen. Das war die letzte Saison, bevor ich dann mit YouTube angefangen habe. Jadon Sancho, kein Spieler hat mir jemals in Kickbase so viel Freude bereitet wie Jadon Sancho. Und ich will jetzt auch gar nicht so groß auf seine Leidensgeschichte eingehen, die werdet ihr alle kennen. Ist damals mit sehr, sehr hohen Erwartungen zu Manchester United gewechselt und ich sage es euch, wie es ist und das werden wahrscheinlich selbst die Manchester United Fans in den Kommentaren bestätigen. Manchester United hat einfach ein großes Talent dafür, richtig gute Spieler zu verpflichten und sie dann kaputt zu machen. So, das haben wir jetzt schon sehr, sehr häufig gesehen und Jadon Sancho ist da für mich keine Ausnahme. Er ist dahin gewechselt als Engländer in die Premier League, da sind die Erwartungen halt immer wahnsinnig hoch und konnte dann am Anfang überhaupt nicht überzeugen, dann kamen irgendwann noch persönliche Probleme und auch psychische Probleme leider mit rein und er hatte einfach einen ganz, ganz schwierigen Start in England gehabt und hat nie wirklich Fuß fassen können. In der ersten Saison hat er tatsächlich gar nicht so wenig gespielt, konnte aber dort, wie gesagt, nie wirklich überzeugen, hat kaum Scorer gemacht, da wurden auch mega die Memes gemacht, weil er halt in Dortmund so eine Scoring-Macht war. Als Beispiel, ich gehe mal nochmal hier rein, also die Stats sind Banane, ich muss das euch zeigen, das ist komplett absurd. Wenn ihr es euch, ich kann es nicht ranzoomen, wenn ich dran denke, zoome ich nochmal ran für euch. Bundesliga-Saison 18-19, 34 Spiele, 26 in der Startelf, 26 Scorer, 12 Tore, 14 Assists. Und das Jahr darauf 32 Spiele, 25 in der Startelf, 33 Scorer. Das ist komplett gestört. Und im letzten Jahr war er dann ein bisschen mehr verletzt, aber trotzdem 19 Scorer in 26 Spielen und auch in Kickbase. Wenn wir da nochmal drauf gehen, 170er Average gehabt. Es ist so Wahnsinn, Freunde. Absoluter Irrsinn. In England ist dann, wie ihr seht, extrem runtergedroppt mit 6 Scorer, 9 Scorer und 0 Scorer in der aktuellen Saison. Und das ist auch das ganz große Problem,
wenn wir über Jadon Sancho reden. Er hat einfach in den letzten Jahren so ein bisschen seinen Rhythm verloren, kommt da nicht mehr wirklich schön mit rein und dieses Unbeschwerte, diese Confidence in Dribblings reinzugehen, das Interplay mit anderen Leuten, das hat er einfach nicht mehr. Zumindest nicht bei Manchester United zeigen können, aber wie gesagt, United macht auch die Spieler kaputt. Was kann man von ihm erwarten? Ich will ein bisschen anders sein, als ich in den letzten Jahren war. Normalerweise wäre das so ein Spieler, wo ich sagen würde, Junge, ich fahre zum nächsten Doktor, ich verkaufe meine Niere und ich will den haben. Ist mir vollkommen Latte, ich blech alles für diesen Mann. Ich glaube, man muss das Ganze trotzdem mit Vorsicht genießen. Der Mann war wirklich sehr lange raus, hat echt keine schönen Jahre damals in England gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein Homecoming-Gefühl sein wird, dass er sich etablieren wird, sehr schnell wieder in der Mannschaft ankommen wird und sich auch wohlfühlen wird. Ich glaube, also 170 im Average, müssen wir nicht drüber reden, dass das total unrealistisch ist. Also wenn ihr euch nochmal hier die Kickbase-Punkte anseht, 170 in der letzten Saison, 177 in der vorletzten Saison und in seiner quasi ersten richtigen Saison 169er Average. Der Mann war eine gottlose Maschine. Also wirklich, Jadon Sancho damals, es war ein Cheat. Es war unglaublich. Wenn der die kompletten 34 Spiele gemacht hätte und Levi nicht da gewesen wäre, wäre der Season-MVP geworden. Der Mann war unglaublich. Und ja, ihr seht auch hier seine Statistiken. Er hat in allen Bereichen, außer jetzt das Scoring, aber wenn man da in die Saison vor 3-4 Jahren zurückgeht, ist er da auch in den Top 10 Perzentilen überall mit drin. Ist er überall mit dabei als ein absoluter Weltklasse-Spieler. Und es wird einfach nur darauf ankommen, wie schnell und wie gut kann er sich in Dortmund etablieren. Da so ein Spieler, er ist immer noch 23, der ist blutjung, der hat noch so viel Potenzial. Ich kann mir vorstellen und ich gehe auch davon aus, dass er relativ schnell Fuß fassen wird. Ich würde jetzt aber keinen, ja, das ist kein 170-Average-Spieler. Wenn der diese Saison ein 120er-Average fährt, dann hat er alles richtig gemacht und hat die Chance auf jeden Fall genutzt. Mehr sehe ich nicht, was trotzdem krank wäre. Vor allem in allen Märkten ist jetzt so ein bisschen der Markt leer. Ich habe unglaublich viel Bock drauf. Damals das Zusammenspiel mit Rafa Guerreiro, das war Prime Kickbase. Es gab nichts Schöneres, als Rafa Guerreiro und Jadon Sancho zu besitzen und sich Dortmund-Spiele anzugucken, wie sie da die Gegner auf der linken Seite komplett auseinanderschrauben. Es hat so viel Spaß gemacht und ja, ich denke, er wird und kann Dortmund, auch wenn er gut einschlägt, auf ein anderes Level heben. Er ist genau der Spieler, den man jetzt braucht. Jemand, der zum einen Torgefahr mitbringt, aber auch generell viele Chancen kreiert, der super unterwegs ist. Ich kann mir vorstellen, dass das richtig gut harmonieren und funktionieren kann. Ich bin sehr gespannt, für welchen Marktwert er in die App kommt. Also ihr habt ja eben den, ja, ist ja kein Screenshot, ich bin extra in eine alte Liga reingegangen und hab ein Jadon Sancho-Profil gesucht. Ich hatte früher alle auf der Scout-Liste, das gibt's ja leider nicht mehr. Was ein realistischer Marktwert. Ich glaube, wenn der zwischen 25 und 30 Millionen in die App kommt, dann solltet ihr da auf jeden Fall drauf gehen. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich unglaublich auf Sancho Comeback. Ja, wird man auf jeden Fall sehen. Lasst mir eure Meinung zu den Spielern gerne in den Kommentaren da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zum Mittelfeldspieler-Tierlist und eventuell auch zum Livestream mal gucken. Bis dann, Freunde, haut rein und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man?